ist Ronja und willkommen zu Dragon Ball Fighters. Ich mache ein neues Format. Und zwar ist es, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag ich das hochlade. Und ich habe auch noch keinen Namen für den Format. Aber wir spielen Spiele, die ich sonst nicht spiele und die nicht Minecraft sind, halt an einem Tag der Woche. Falls ihr Vorschläge habt, dann immer in die Kommentare damit und haut raus, was geht. Ich bin super gespannt. So, wir sind jetzt in-game. Wir sind Mr. Satan. Unser aller Lieblingscharakter aus Dragon Ball. Und wundert euch nicht, der Name ist hochkreativ. Und zwar habe ich mir überlegt, wir können jetzt hier ein kleines Turnier spielen. Ich habe ehrlich gesagt Fighters noch nicht viel gespielt. Ich hab wenig Ahnung davon. Wir spielen Best of Threes. Das heißt, wir müssen 2 Matches gewinnen. Und dann haben wir gewonnen. Wir müssen das Roster nicht schaffen. Es gibt ja nur uns und die AI. Und noch mehr AI und noch mehr AI und noch mehr AI. Das heißt, spielen wir jetzt erstmal. Ich weiß, es könnte jetzt erstmal ein Schocker sein, aber wir spielen jetzt erstmal gegen die AI. Und zwar, wir wählen unsere Charaktere. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so, ich weiß nicht, wir nehmen, glaube ich, einmal Vegeta. Das ist ein ziemlicher Klassiker. Was können wir denn noch nehmen? Wir könnten noch Vegito nehmen. In Super Saiyan, Gott, Super Saiyan. Und dann nehmen wir noch Goku Black. Und ich würde sagen, das ist ein 1er-Team. Der hat auch schwarze Haare, blaue Haare, pinke Haare. Ansonsten sehen die Charaktere komplett 1:1 gleich aus. Und wir spielen gegen Goku, Piccolo und Nappa. Im Prinzip ist das Konzept halbwegs einfach. Es gibt immer 3 Charaktere in unserem Team. Und es gibt 3 Charaktere im Gegnerteam und man kann swappen, so viel man will. Und wer zuerst alle tot hat, hat gewonnen. Und die Animationen sind fancy. Dragon Ball ist super. Guckt ihr Dragon Ball? Habt ihr Dragon Ball geguckt? Keine Ahnung. Okay, wir versuchen jetzt erstmal hier gegen Goku anzukommen. Ich meine, der ist natürlich nichts gegen uns. Das ist klar, ne? Also, ich meine... Bam! Da fliegt er. Bam! Da explodiert er. Zack! Da ist er wieder am Boden. Bam! Oh mein Gott, 4 Hits! 5 Hits, keine Ahnung, lila Strahl. Und down, das war easy. Okay. Okay. Wir spielen übrigens, ich weiß nicht, ob euch die Schwierigkeiten was sagen in dem Spiel. Ich spiele, ich glaube, die AI auf 60% Stärke. Also jetzt nicht ganz, ganz hardcore. Es geht halt nicht über 100%. Oh, je, je. Das ist nicht gut für uns. Aber wir hitten zurück. Okay, wir treten ihn ins Gesicht. Wir boxen ihn. Wir treten ihn wieder und... Zack, pinker Schlag. Zack, noch ein Schlag. Und wir wechseln aus. Auf. Oh. Das sollte nicht passieren, aber bam, lila Strahl. Zack, damit hast du nicht gerechnet, Piccolo, ha? Huh? Und down. Die Animationen sind so fancy. Ich meine... Okay, Nappa ist nichts. Nappa kann uns nicht... Ich muss sagen, Piccolo war tatsächlich der Stärkste bis jetzt. Aber es sieht ganz gut aus. Ich versuche diese Special Moves. Oh Gott. Ich sollte nicht reden und spielen gleichzeitig. Das funktioniert nicht gut bei dem Spiel. Ich habe gerade sagen wollen, ich versuche diese Special Moves halbwegs oft einzusetzen, weil die sehen voll cool aus. Und dann könnt ihr die sehen. Und dann ist es voll cool, wenn man sie damit nämlich finisht. So wie hier. Gern geschehen. Finish Destructive. Und das ist unser erstes Best of Three gewesen. Und direkt nächstes Match. Es ist ja ein Best of Three, das heißt, wir müssen noch eins gewinnen, damit wir das Best of Three gewinnen. Und damit wir advancen gegen die nächste AI. Wir verprügeln also nochmal die gleichen 3 Gegner, wieder angefangen mit Goku. Wir haben noch keinen Schaden genommen. So gut bin ich. Wow. Und... Okay, das war jetzt leider nicht so spektakulär. Aber jetzt... Gegen Piccolo habe ich letztens ein bisschen gestruggelt, weil der halbwegs viel geblockt hat und am Anfang einfach draufgegangen ist. Zack, Explosion. Es ist cool, wenn die in der Explosion sterben übrigens. Vielleicht kriege ich das auch noch hin. Oh. Nicht gut. Jetzt wieder gut. Und da, Explosion. Wie gesagt, wenn die in der Explosion sterben, dann fühlt man sich voll clean und denkt so, oh, ich bin so ein guter Fighter-Spieler. Aber... oh Gott. Wie gesagt, Piccolo will immer Stress. Okay, zack, zack, zack und down. Ich weiß, ich bin so ein Ass.
Ich muss sagen, die Animation finde ich am besten, weil die so einen smoothen Übergang hat. Weil du einfach, du hast quasi diese kleine Explosion und dann hast du diesen großen Lichtstrahl und dann hast du das Down und dann kommt danach noch dieser Strahl nach oben und... Gott. Nappa machen wir einfach kaputt. Also Nappa ist nichts gegen uns. Okay. Oh. Das wäre cool gewesen, wenn er es nicht geblockt hätte. Eieiei. Eieieiei. Das ist nichts. Nein. Okay. Vielleicht kriege ich nochmal die Chance, den Move zu machen. Dann wisst ihr, was ich meine. Der sieht nämlich wirklich cool aus. Aber gerade nicht, weil jetzt hat er ihn gerade geblockt gehabt. So, jetzt haben wir immer wieder gewonnen. Gegen Tien, Trunks und Gohan als Team. Wir sind auf der anderen Seite diesmal. Übrigens! Seht ihr das? Meine Zunge ist blau. Das ist mir gerade aufgefallen. Starker Shot. Ich muss sagen, die Hintergrundumgebung mag ich auch lieber. Haha, dodged. Habe ich dich. Mag ich auch lieber als die letzte. Die letzte war so ein bisschen langweilig, aber die hat hier diese schicken Berge und Kram und die Palminsel und BAM! War das clean oder war das clean? Schreibt bitte in die Kommentare, dass das clean war, ansonsten... Ich weiß auch nicht, was ich sonst sagen soll. Okay, Trunks. Trunks, du bist nichts gegen uns. Ich weiß auch nicht, aber Vegeta spiele ich irgendwie gern. Bam, 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 bam. 4 Hits. Und Explosion. Leider wieder nicht in der... Ich habe noch nie jemanden in dieser Explosion getötet. Ich wünschte, ich könnte das dieses Video machen. Aber... Oh, war ja. Das ist nicht gut für uns. Denn da verlieren wir ziemlich viel Leben. Aber wir tauschen aus. In Vegito. Und er tauscht auch aus. In Gohan. Und jetzt verprügeln wir Gohan. Und... Oh Gott. Es ist tatsächlich halbwegs schwer... Gleichzeitig zu spielen und zu reden. Ich habe das Gefühl, das geht tatsächlich nicht. Oh Gott, jetzt haben wir nicht mehr ordentlich getroffen. Oh, obwohl es geht. Das war jetzt nicht so schlecht. Den haben wir. Gohan ist. Okay, jetzt. Pass auf. Das, zack, das wollte ich euch zeigen. Das sieht cool aus, oder? Das hätte vorhin auch geklappt, aber leider nicht, weil wir wurden geblockt. Das heißt, es hätte auch nicht geklappt. Aber ich wollte das machen, okay? Das war der Plan. Im epischen Kampf gegen CPU Nummer 10, den wir jetzt auch gewinnen sollten, gegen Cooler, Tien und Gotenks. Gotenks fand ich in der Serie irgendwie immer ein bisschen... Aber irgendwie mochte ich ihn. Also ich hatte eine gemischte Beziehung, okay? Ich mochte ihn, aber irgendwie auch nicht. Aber irgendwie auch schon... Ihr wisst was... Kennt ihr das? Ich kenne das bestimmt, okay. Wir sind, ich glaube, am Anfang kämpfen wir gegen Cooler. Allow me to show you power you'll never achieve. Die Transformationsdinge sehen immer echt fancy aus. Also im Vergleich zu den normalen Charakteren, weil du dann in den Intro-Szenen immer diese Verwandlungsszenen noch drin hast. Das finde ich echt cool. Call yourself an elite warrior, you'll see how elite you are. I'm very elite, my friend. Very elite. Oh. Sagte sie kurz bevor sie ungefähr 10 Dritte einfach abkam, ohne sie blocken zu können. Oder irgendwas. Nein. Ist nicht schlimm. Das passiert am besten. Wir fahren wieder die gute Alte. Ich täusche. Oh mein Gott, wie kriege ich so viel Damage? Cooler. Was? Okay, wir tun das gleich down. Okay, wir tauschen kurz aus. Wir fahren die gute Alte. Wir täuschen Schwäche vor Strategie. Huh? Und dann haben wir die Chance, aus dem Hinterhalt zu kommen und er sieht es nicht kommen. Bam! Down! Die gute alte ich tausche Schwäche vor Strategie hat mich noch nie gefailt. Oh mein Gott, ich meine, Vegeta regeneriert noch. Das heißt, das ist nicht schlimm. Den können wir vielleicht auch wieder reinswappen. Aber gerade kämpfen wir einfach mal mit Vegeta weiter. Und bam, bam, badam, badam. Momentchen mal. Gleich sollten wir. Zack. Bam. Ich finde die Animationen sehen witzig aus. Also, es fühlt sich wirklich nice an. Weil du die für jeden Tritt quasi diese kleinen Animationen hast und es, ich weiß nicht, es ist irgendwie clean. Bam. Gotenks. Gotenks ist auch kein wirklicher Fall. Aber Cooler war schwer. Ich bin gespannt, ob Cooler im zweiten Kampf auch so schwer sein wird. Aber Cooler hat echt ganz schön zugehauen. Und... Stirb, Gotenks! Stirb! Ah.
Ah, falls ihr irgendwelche Spielvorschläge habt, dann immer in die Kommentare damit. Die, oh Gott, jetzt muss ich wieder gegen Cooler kämpfen. Die Spiele, die in den Kommentaren am meisten geschrieben wurden, kommen danach in den Poll. Ich krieg schon wieder so ins Gesicht. Eieiei, jetzt hat die Austauschstrategie nicht mal geklappt. Jetzt doch langsam. Genau, die bestgevotetsten bzw. meistgevotetsten kommen dann in den Poll. Dann könnt ihr nochmal voten. Zwischen so 2-3 Spielen. Und das spiele ich dann. Und das machen wir dann immer, keine Ahnung, an welchem Tag auch immer. Ich denke mir da einen lustigen Namen für aus. Und vielleicht drehen wir noch ein Intro-Video. Und jetzt haben wir Cooler gleich getötet. Und dann wird das eine witzige Sache, okay? Abgemacht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, weil ich nämlich ein Ass in Dragon Ball Fighters bin. Sagen wir es ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, wer AIs auf 60% Schwierigkeit besser vermöbelt als ich. Außer Cooler. Cooler hat uns ganz schön angenommen. Okay. Bam, bam. Aber Tieren macht das nicht. Der macht das nicht. Der kleine Glatzkopf sieht nämlich kein Land mehr hier. Das war vielleicht ein bisschen voreilig. Das hat er jetzt nämlich gerade gecountert. Aber das ist nicht schlimm. Er hat trotzdem noch... Oh, wir haben ihn in der Explosion getötet. Wir haben ihn in der Explosion getötet. Das war der Plan von Anfang an. Ich bin hier so zu reden gerade. Okay. Dann... Oh, Momentchen mal. Wieso? Stopp. So, jetzt. Das sieht doch schon viel besser aus. Dann müssen wir jetzt nämlich nur noch hier in der Ecke. Kann er nämlich nicht mehr nach hinten. Da hört nämlich der Bildschirm auf. Was soll er tun? Oh, er könnte rüberfliegen. Und er könnte uns laserstrahlen. Und er könnte uns schon wieder laserstrahlen. Und wir sind gleich tot. Aber wir tauschen aus. Denn Goku Black ist noch nicht gleich tot. Aber Vegeta schon. Und zack. Dann schnetzeln wir ihn nämlich. Fantastic, sagt er da. Finde ich auch fantastic. Und schon. Finish. Und jetzt spielen wir noch gegen den Gewinner von AI 16 und AI 9. Und das ist AI 9. Das heißt, wenn wir gegen AI 9 ankommen, ist der Pokal des Sieges unser. Und wir können mit erhobenem Haupt nach Hause gehen und sagen, wir haben Captain Ginyu, Piccolo und Goku in Super Saiyan God, Super Saiyan, getötet. Den haben wir doch in der Tasche. Ich meine, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Bam. Und nochmal bam. Und wir haben noch nicht mal Leben verloren. Und jetzt kam eine Explosion. Bam, badam, badam. Und gleich ist er tot. Nevermind, jetzt haben wir Leben verloren. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht einen Clean Run machen. Aber das ist nicht schlimm. Weil, das habe ich nicht nötig. Ich muss mich hier nicht beweisen. Und down. Das ging schnell, oder? Müsst ihr sagen. Also, ich will mich jetzt hier nicht selber loben. Eigenlob stinkt, aber müsst ihr sagen. Proceeds to... Nein. Jetzt töten wir Piccolo. Und zwar, irgendwie haut die Sense manchmal rein und manchmal nicht. Und das ist so ein guter 50-50-Gamble. Aber die Sense sieht immer cool aus. Das heißt, wir gehen weiterhin für die Sense. Ich hoffe, das freut euch. Zack! Sag's euch, die Sense. Und jetzt gegen Goku. Goku ist natürlich auch in unserem Team, aber wir haben Goku Black. Er hat den anderen. Wir sind der pinke Kamerad hier. Nicht, dass ihr das vertauscht, nicht, dass ihr denkt, eieiei, Ronja verliert und in Wirklichkeit vermöbel ich den Gegner gerade. Das war tatsächlich aber gerade der Gegner, der uns vermöbelt hat, beziehungsweise der uns gekamehameha-t hat oder was auch immer. Aber dafür haben wir ihn jetzt gecountert und... Oh, weia. Ich schon wieder! Hey, Goku, wir sind doch in einem Team! Sei auf meiner Seite! Willst du, dass ich dich... Ja, dachte ich mir! So. Das heißt, wir haben nun erfolgreichst die Runde 1 gewonnen mit 18.000. 18.000 ist okay, wir hatten am Anfang 20.000 und müssen jetzt nur noch einmal... Wir haben noch gar nicht verloren! Wenn es jetzt hier eher schwerer stellen, dann nichts mehr. Aber 60% ist gar nicht so leicht. Also wirklich, 60% ist nicht so leicht. Und dann haben wir jetzt gleich gewonnen, hoffentlich. Mann, jedes Mal, wenn ich am Anfang keinen Damage nehme, bin ich richtig excited und freue mich voll und denke mir, oh, wir könnten einen Clean Run machen. Vor allem gegen Ginyu oder sowas. Das ist halt, das geht ja theoretisch. Aber jetzt haben wir schon wieder so viel Leben verloren. Frustrierend. Okay, Piccolo kriegen wir eh keinen Clean Run hin. Aber wir können noch ein bisschen mit Vegeta weiterkämpfen. Der ist nämlich noch nicht tot. Offensichtlich.
Okay, dann wechseln wir mal aus, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, der Auswechsel-Move, der bringt dich immer nach vorne. Oh Gott. So viel zu, der bringt dich nach vorne, der bringt mich überhaupt nicht nach vorne, der bringt mich nach hinten. Okay, jetzt bringt der aber dich nach hinten. Bam, bam, und jetzt, hier, Schnetzelangriff. Zack. Er hat auch einen richtigen Namen, aber ich nenne ihn gerne Schnetzelangriff, okay? Und jetzt haben wir nur noch einen Feind vor uns und wir haben noch drei lebendige Krieger. Und ich meine, er hat noch einen lebendigen Krieger. Oh, weia. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir sind gleich tot. Mayday, Mayday, Mayday. Okay, wir regenerieren. Okay, wir laden uns auf und... Nice! Finish! Wir sind siegreich gewesen. Wir haben es geschafft. Ich meine, wir haben nun den Pokal an uns gerissen. Haben wir? Ja, haben wir. Yay! Oh, meine Arme sind nicht im Bild. Yay! Und bis zum nächsten Mal. Ciao!